Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es wieder ein Video über eine gute Ersatzstrategie. Wie kann ich das Schulterdrücken ersetzen? Ihr habt danach gefragt, ich werde es euch jetzt mal beantworten. Und gerade beim Schulterdrücken, die ich ja als recht gefahrenbetonte Übung vorgestellt habe, insbesondere ging es bei mir ums Kurzhantel-Schulterdrücken. Aber viele von euch haben mir geschrieben, dass das Nackendrücken bzw. das Schulterdrücken mit einer langen Hantel, gerade auch im Stehen, für sie besonders gefährlich ist oder auch ungesund ist. Dass sie sich viele Probleme in den Schultern davon geholt haben, vielleicht sogar im unteren Rücken und so weiter. Das kann passieren. Und wir gehen jetzt natürlich darauf ein, wie man die Kurzhantel-Variante, aber auch die Langhantel-Variante ersetzen kann. Das heißt grundsätzlich das schwere Schulterdrücken. Wie kann ich das Ganze umgehen? Und hier gibt es jetzt im Gegensatz zu den anderen Übungen, die ich vorgestellt habe, nun ja, eine etwas enttäuschendere Antwort. Denn das wahre Schulterdrücken, also dass man mit den Ellbogen mehr oder weniger über Kopf arbeitet, das kann man nicht so richtig ersetzen. Ich habe im Vorfeld mal darüber nachgedacht, ob wirklich ein Ersatz wäre, wenn man einfach umsteigt auf Maschinen, heißt wie zum Beispiel die Multipresse oder die ganzen Maschinen, die es da draußen gibt, die den Bewegungsradius vorführen und so etwas. Ich führe euch mal eben ganz schnell durch, was ich damit meine. So zum Beispiel diese hier. Die Multipresse. Das könnte man natürlich machen. Ihr könnt den Sitz einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt gucken, dass ihr da eine Variation reinbringt. Ich persönlich mag die Übung. Die findet ihr auch bei vielen Schulter-Trainingsvideos bei mir. Aber ist sie ein wirklich adäquater Ersatz für Leute, die schon Probleme haben mit freien Gewichten? Eigentlich nicht. Vor allem durch den geführten Bewegungsradius kann es eben sein, dass ihr dadurch auch noch etwas mehr Probleme bekommt. Kann passieren. Aber insofern kann ich es nicht mit gutem Gewissen als echten Ersatz kennzeichnen. Oder auch die Maschinen. Wie diese hier. Ui, ist ja schon Gewicht drauf. Der Gym 80 Klassiker hier, nicht unilateral, mit beiden zusammen. Oh. Gott, wer nimmt denn immer so viel Gewicht? Was ich an diesen Maschinen furchtbar finde, ist, dass sie meistens gefühlt nach hinten gehen. Und meine Schulter hat gar nicht diese Mobilität. Viele haben sie gar nicht von Anfang an. Das spricht gar nicht für die Anatomie. Und das ist tatsächlich bei den meisten Maschinen der Fall. Ich muss es immer ein bisschen schräger einstellen. So auch ganz besonders bei dieser Maschine hier. Auch hier senkrecht nach oben, aber meine Schulter geht nicht senkrecht nach oben. Ich musste eigentlich so ein bisschen nach vorne gehen und dann wieder nach oben. Haut bei mir gar nicht hin. Insofern alles kein Ersatz, bei mir sogar viel schlimmer als die freie, weil da kann sich meine Schulter wenigstens so bewegen, wie sie möchte, hier nicht und wird reingezwängt. Und das ist richtig übel. Deswegen müssen wir hier ein bisschen fuschen. Also über Kopf ist nichts zu machen. Selbst wenn ihr am Seil seid, am Kabel seid oder so, dann entspricht das wieder ungefähr mehr, ja, den freien Gewichten, kann ich auch nicht guten Gewissens als Ersatz nennen. Es gäbe auch nur eine Alternative, wenn es um Grundübungen gibt. Und das ist Aufwärtsrudern. Aber auch die habe ich bei den gefährlichen bzw. bei den ungesunden Videos drin gehabt. Also auch nicht unbedingt mit reinem Gewissen etwas, wo ich sagen kann, da habt ihr eine bessere Alternative, sondern einfach nur ungesund auf eine andere Art. Deswegen, jetzt kommen wir zu den gesunden Alternativen für kräftige Schultern. Wohlgemerkt eigentlich weniger für eine Überkopfübung für Schulterdrücken, aber für gute Schultergains. Und klar, es musste kommen, das ist selbstverständlich das Seitheben. Sowieso meist unterschätzt, heutzutage vielleicht weniger, weil viele schon aufgeklärt wurden. Aber gerade der seitliche Kopf, der mittlere Delta von euren Schultern ist der, der sie richtig groß scheinen lässt. Vor allem, wenn man euch von vorne sieht. Das ist der Muskel, den ihr eigentlich trainieren wollt, denn der vordere Delta ist bei der Brust zu 100% ausgeschöpft, sogar ein bisschen mehr als 100%. Deswegen alle Varianten von Seitheben. Gerne mal mit den Maschinen ausprobieren. Es gibt auf meinem Kanal schöne Anleitungen, wie ihr diese Rollenmaschine richtig benutzt. Das die wenigsten machen. Beispiel, vergesst das hier. Warum? Schaut es euch im entsprechenden Video an. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Seitheben-Varianten. Wer diese Maschine hier im heimischen Gym findet, ihr Glückspilze. Die ist der absolute Knaller. Ihr könnt euren Körper so da drin bewegen, das ist der kleine Tipp, dass es sich auch gut anfühlt, aber natürlich auch nicht auf den vorderen Delta geht. Aber die macht richtig, richtig Spaß und Laune. Und auch hier gibt es einen Geheimtipp, wie man sie benutzen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, schreibt es in die Kommentare. Aber natürlich auch die Klassiker, wie Seitheben am Kabel. Kabelturm, das Ganze über Kreuz, da müsste natürlich auch einer ran und dann hoch. Aber auch hier, Trick 17,
gar nicht mit beiden Armen gleichzeitig, denn ihr könnt euren Körper viel besser ausrichten, wenn ihr das Ganze nur mit einem Arm macht, einem nach dem anderen. Denn was ihr sonst nicht könnt, ihr könnt jetzt euren Körper längs zum Turm ausrichten. Das könnt ihr natürlich nicht machen, wenn ihr beide habt, denn wenn ihr euren Körper so rum ausrichtet, weil es ideal wäre hierfür, dann könnt ihr das damit nicht machen, dann habt ihr da das Gegenteil. Das heißt, wenn ich hier wirklich reingehe und gucke, wie ich am besten meinen mittleren Delta treffe, dann, nun ja, ist das einer der Geheimtipps. Wer mehr dazu wissen möchte, wie man Seitheben am Kabel am besten macht, ab in die Kommentare. Noch ein kleiner Geheimtipp, der dann in dem Video allerdings erst käme, benutzt gar nicht erst den Griff. Der Griff ist gar nicht das Tolle. Ihr kriegt einen ganz anderen Griff, der wesentlich besser ist. Und natürlich muss es erwähnt werden, der Klassiker schlechthin, Kurzhantel-Seitheben. Auch hier gibt es ein paar Varianten. Jetzt aber erstmal grundsätzlich, warum auch das Seitheben, wo viele geschrieben haben, oh, das ist bei mir aber auch gefährlich, warum es tendenziell viel weniger gefährlich ist. Nun ja, das eine ist, wenn ihr es richtig macht, dann habt ihr verdammt viel weniger Gewicht. Mal im Vergleich, wenn ich Schulterdrücken mache, schaffe ich das mit ungefähr 40 Kilo, 6-7 Wiederholungen. Wenn ich 6-7 Wiederholungen mit Seitheben machen möchte, und zwar ohne, dass ich Abfälschtechniken benutze. Ganz wichtig, Abfälschen gleich gut, findet ihr auch hier in diesem Video. Aber effektiv im Sinne von gut, nicht unbedingt gesund gut. Wenn ihr es ganz gesund macht, die Variante zeige ich euch gleich, dann würde ich das nicht einmal mit 15 Kilo schaffen. 6 saubere Wiederholungen mit ausgestreckten Armen, seitlich bleiben und hochführen und wieder runter kontrolliert, ist nicht drin. 40 Kilo, weniger als 15 Kilo. Ein enormer Unterschied. Weniger Gewicht, weniger Verletzungsrisiko in den allermeisten Fällen. So auch hier. Und das zum Beispiel, wenn ihr hier eine ganz, ganz saubere, akkurate Variante macht. Und das ist die Variation im Sitzen. Selbst der Oberkörper bewegt sich nicht mit. Kein Abfälschen. Ausgestreckte Arme, also wirklich die Ellbogen durchgestreckt, ruhig überstrecken. Seitlich hoch und wieder runter. Das schafft ihr nur mit einem so kleinen Gewicht, dass diese Übung kaum ungesund sein kann. Egal, was ihr da oben macht, es ist einfach ein wenig zu wenig Gewicht und nicht ruckartig. Und das ist vielleicht dann am Ende das Geheimnis eines guten Ersatzes. Ersatz nicht im Sinne von ähnliche Bewegung, aber Ersatz im Sinne von ich baue den Zielmuskel auf, den ich eigentlich erreichen möchte. Und so muss man bei den Schultern ein bisschen umdenken. Die meisten wollen die Schultern trainieren und Schulter trainieren, wissen sie nicht, dass es eigentlich heißt, den mittleren Delta ausfertigen, weil die Schulter schon bei der Brust vorne abgedeckt ist und beim Rücken hinten abgedeckt ist. Und wenn man das einmal umdenken kann, dann brauche ich gar nicht Ersatz für bestimmte Übungen, sondern muss einfach nur wissen, wie trainiere ich die Schulter schön rund und dick. Hat euch das Ganze was gebracht? Lasst es mich wissen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sonst noch haben wollt. Wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wo ich Kreuzheben-Varianten zeige, beziehungsweise einen Ersatz für Kreuzheben, dann findet ihr das Ganze hier. Schaut da mal vorbei. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt in Zukunft und daran erinnert werden. Ansonsten schaut euch so auf dem Kanal um. Schaut mal bei Protein Arena vorbei und bestellt für 15% weniger, was eine ganze Menge ist. Eure Lieblingssupplements, gar nicht mal von einer Marke, da ist alles Mögliche bei. Wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.